Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Lieber Romero, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts, gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das ist dein Seelenplan. Die beiden Mondknoten sind sehr wichtig. Die beiden zusammen bilden sich eine Drache. Und mit diesem Drache haben wir karmische Themen. Diese Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten und wir kennen nur die Körper. Und das ist hier die absteigende Mondknoten oder Ketu, die Drachenkörper. Und das zeigt die Vergangenheit. All das, was du in früheren Leben erlebt hast. Hier hast du schon Lebenserfahrungen gemacht. Das kommt die Wassermann-Qualität dazu, diese Liebe nach Freiraum, nach Freiheit, deine originelle Ideen, die Ideenreichtum, auch dieses Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, außergewöhnliche Lebensumstände, Erfahrungen und das im Ausland oder in spirituellen Richtung. Das kennst du, weil in diesem Weg bist du schon gegangen. Natürlich gibt es auch Talente, Fähigkeiten, schöne Erinnerungen, sehr viel Schätze dabei. Und deine Seele sucht den Kopf, die Drachenkopf, weil das kennt noch nicht. Und dieser Drachenkopf oder Rahu ist nichts anderes als die aufsteigende Mondknoten und das befindet sich im Löwe und das ist deine Selbstfindung, deine Selbstdarstellung und das in deine vertraute Umgebung. Kommt noch der dritte Lebensbereich dazu, die Schule des Lebens, diese Prüfungen zu machen, dich zu behaupten, dich durchsetzen, auch bei Verwandten, auch bei Nachbarn, auch im Medien, im Internet. Das ist auch Austausch von Informationen. Und da die Richtung geht, die Reise, das, was du brauchst in dein Lebensweg. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei Sonnenbewegung, diese Art von Bewegung, muss ich das richtig stellen. Die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Die beiden Mondknoten bewegen sie sich auch und aktivieren karmische Themen. Diese absteigende Mondknoten, was alten Erinnerungen hervorruft, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze. Das sind Erfahrungen im Ausland und bei dir auch noch in die Liebe-Partnerschaft, weil hier befindet sich die siebte Lebensbereich und das hat mit Partnerschaft was zu tun. Da kommen die Erinnerungen.
Und Rahu, dieser Drachenkopf, ist das, was du brauchst. Das sollst du entfalten. Das ist der Fokus, weil das, was deine Seele braucht und dich befreit, dieser Mondknoten bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr in Zwillinge. Und das ist dein Aszendent. Das ist dein Aszendent, das ist dein Selbst, deine Persönlichkeit. Das in Form zu bringen, diese Zeitqualität hast du 2019 und 2020. Sonne befindet sich im Widder. Sonne zeigt die Monatsthemen, was wichtig ist, und da fließt die Lebensenergie, und das ist hier im Widder. Das kann für dich bedeuten ein Neuanfang, das ist die Widderqualität. Außerdem kommt dazu die Themen, was im 11. Lebensbereich zugeordnet ist, deine Hoffnungen, deine Wünsche und Freundschaften, Bekanntschaften oder Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, das Gründen oder das Eintreten oder Kontaktieren. Hier hast du auch Uranus, und Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, sorgt für außergewöhnliche Bekanntschaften, Begegnungen, und das hier im selben Thema trifft das. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Steht auch zum Bewegung wie Sport, Auto. Außerdem mit diesem Mars-Energie setzen wir durch im Leben. In dein Geburtshoroskop ist Mars hier im Löwe, und da sind auch Erinnerungen in die Schulzeit. Wie hast du dich durchgesetzt gegen Geschwister oder anderen Kinder? Weil das ist hier für dich wichtig, ein sehr wichtiges Thema. Mars bedeutet auch Männlichkeit, hat natürlich auch einen Einfluss auf Liebe, Partnerschaft. Mars befindet sich im Stier, dann kommt die Stier-Thematik dazu. Die Ruhe bewahren, im Ruhe liegt auch die Kraft, das Leben genießen. Und hier im 12. Lebensbereich, die Rückzug, diese eher im Hintergrund zu bleiben. Und besonders dann, wenn du kraftlos fühlst, ist wichtig, dass du hier zurückziehst und die Ruhe bewahrst. Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas. Jupiter ist zurzeit rückläufig, das bremst etwas. Zeigt auch, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, etwas vermehren, vergrößern. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten und sorgt für die Gerechtigkeit. Und zeigt auch Dinge, was ungerecht verläuft. Oder haben wir mit Jupiter Einfluss oft rechtlichen Themen. Jupiter befindet sich in Skorpion. Und das ist der Lebensbereich Arbeit und Gesundheit. Chancen, Möglichkeiten beruflich zu verändern, verbessern etwas, aber bei dieser Rückläufigkeit entweder Themen von Vergangenheit, Kontakte von Vergangenheit, oder bedeutet nichts überstürzen, sondern abwarten, etwas noch überprüfen, neu orientieren. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet die Karma. Saturn belehrt uns auch, oft grenzt uns auch ein, aber sorgt dafür, dass es Struktur gibt und gibt uns Halt im Leben. Saturn befindet sich im Schütze, hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Natürlich, Schütze zeigt etwas, das ist Ausland, Auslandskontakte, außerdem die Richtung, Orientierung, und das machst du in Partnerschaft. Orientierung bedeutet, die Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und hier sind unsere Wünsche, Sehnsüchte, dass du das lebst, deine Wünsche, dein Herzenswunsch. Immerhin handelt sich hier um die Liebe, Partnerschaft. Hier hast du auch Pluto, und Pluto sagt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen und verabschiede alles, was das stört, auch von Gefühlen wie Verlustangst oder Eifersucht oder Unsicherheit. Pluto ist auch hier.
Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Hier brauchen wir das Glauben und das Vertrauen, dann klappt das auch. Neptun hast hier im Wassermann. In dein Geburtshoroskop ist hier Venus, natürlich, das ist eine Dame und das ist im Ausland oder die Begegnung auf einer Reise. Hier hast du auch karmische Erinnerungen. Venus ist die Liebesplanet, die Herzensdame. Und nicht nur das, sondern Venus, durch Venus Einfluss verschönern etwas oder bringen wir etwas in Harmonie, leben wir die Kreativität. Venus bewegt sich hier in Fischen. Und das kann bedeuten, das ist ein Ziel, die Liebe zum Leben oder eine bestimmte Dame oder dass du kreativ bist im Arbeiten. Möglich ist, dass das beides bedeutet. Hier hast du auch Merkur und Mond. Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Mond beeinflusst unsere Stimmung, auch unsere Gefühle. Mond ist die Empfängnis, hat mit Mütterlichkeit auch was zu tun, steht auch Verbindung zum Mutter. Also kann auch Mutterthemen auch bedeuten. Vater Themen sind Sonne, Sonne symbolisiert Vater, Mond symbolisiert Mutter. So war das am 1. Mai. 2. Mai 2019 steht Mond mit Venus in Verbindung. Wenn sie sich treffen, wenn sie sich verbinden, dann wirken zusammen. Und das heißt entweder Liebe, Thema Liebe und natürlich beeinflusst das die Gefühle. Oder die Begegnung zu einer Frau und Gefühlen spielen auch eine Rolle. Oder bedeutet deine Kreativität und sollst intuitiv handeln. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Das sind Gespräche und Handlungen. Gespräche über Gefühle. Oder dieses Gespräch löst auch etwas aus in unseren Emotionen. 4. Mai ist Neumond im Widder und das bedeutet, Sonne und Mond treffen sie sich. Neumond heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Worüber sollst du nachdenken? Das sind die Themen, was hier ist. Bei Widder Energie, Kraft und Mut zu zeigen, dich behaupten oder ein Neuanfang. Und dann kommt die Themen von 11. Lebensbereich dazu, das sind deine Wünsche, deine Hoffnungen oder Freundeskreis oder eine Gruppe gründen mit gleichgesinnten Menschen. Das sind die Themen. Dieser Neumond ist exakt um 23.46 Uhr. 5. Mai übergeht Merkur im Widder. Merkur handelt und mit Merkur Einfluss haben wir oft Informationen, Gesprächen, Terminen, Verträgen und lernen wir. Das ist auch das praktische Wissen. Du lernst mit deinen Wünschen umgehen, dass du das vertraust. Dann hast du hier im Freundeskreis, Bekanntenkreis Gespräche. Möglich ist auch, dass du in einem Verein einen Vertrag unterschreibst. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Aktiviert Themen, was zum Tierkreis zeichnen Stier gehört. Und das ist die Ruhe bewahren, das Leben genießen, die Umgebung angenehm gestalten, verschönern oder etwas Wertvolles in Besitz nehmen oder um die Finanzen kümmern. Und dann kommt die Bereich 12. Haus auch noch dazu. Das ist mehr im Rückzug, die Gründe erforschen, zurückhaltend sein, eher etwas beobachten und auf die Gefühle hören, was sagt die innere Stimme dazu. Dann kommen auch Erinnerungen, also mehr die Rückzug. Wenn das hier auch um Finanzen handelt, dann würde hier das bedeuten, halte das Geld zurück. 7. Mai übergeht Mars in Zwillingen.
Zwilling ist dein Aszendent. Und hier die Mars-Energie zeigt deine Männlichkeit und bist auch als Mann wahrgenommen. Und bedeutet diese Mars-Energie auch, dass du dich durchsetzt, dass du dich behaupten kannst, dass du etwas in Bewegung setzt oder dich wehrst oder machst Sport, Bewegung. Am 8. Mai übergeht Mond auch in Zwillingen und trifft mit Mars. Und wenn sie sich treffen, dann wirken sie zusammen. Passiert etwas, was deine Gefühle beeinflusst. Einflüsse von außen und das spürst du auch. Mars ist impulsiv. Mond kommt dazu, das sind die Gefühle. Das kann auch Wut auslösen, dass du deinen Gefühlen nicht mehr den Zaum halten kannst, weil die Impuls da ist. Kann natürlich auch Begeisterung sein. Im selben Tag trifft Merkur mit Uranus. Hier Merkur, Uranus treffen. Sie wirken auch zusammen. Eine Überraschung, ein Nachricht, was etwas verändert in dein Leben. Das kann von Freundeskreis kommen. Weil Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Und es kommt immer plötzlich, unerwartet. Und bei Merkur, das kommt auch noch dazu, das sind Handlungen, Gespräche oder eine Nachricht. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. In diesem Lebensbereich sind die Werte Wertschätzung und Finanzen. Krebs hat ein gutes Gespür zum Geld. Krebs weiß intuitiv, wann ist der richtige Zeitpunkt Handel. Wann ist besser zurückhalten? Und das hat mit Geld was zu tun. Wann sollst du etwas kaufen, investieren? Wann sollst du eher sparsam sein und das Geld zurückhalten? Du hast diese Intuition. Und hier hast du auch Gaia, das ist unser Planet Erde. Und das zeigt, hier manifestiert sich etwas. Und das wird von Mond aktiviert. Am 11. Mai übergeht Venus im Widder. Das kann deine Wünsche und Hoffnungen sein bezüglich Liebe oder eine Frau, eine Traumfrau oder dein Wunschpartnerin oder deine Partnerin. Möglich ist das auch, dass hier im Freundeskreis Kontakt hast mit einer Frau. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das erlebst du hier, wo um Finanzen geht und um Wertschätzung geht, um Werte geht. Ein Halbmond bedeutet Spannung. Hier kommt Spannung, Unsicherheit. Es fehlt in diesem Tag die Erde-Element. Es fehlt die Sicherheit, es fehlt die Struktur, die Stabilität. Kann bedeuten, dass du hier dann Verlustangst hast oder zweifelst um die Finanzen oder kommt ein Vertrag oder Einkauf und bist du unsicher, soll ich nicht. In dem Tag lieber nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. Dieser Halbmond ist exakt um 2.12 Uhr. 13. Mai übergeht Mond im Löwe und aktiviert Themen, wie könntest du dich behaupten gegen Konkurrenten oder gegen die Familie. Möglich ist es auch, dass hier Verbindung zum Verwandten ist. Aber auch Nachbarschaft. Themen sind auch wie etwas lernen oder Prüfungen bestehen in Schule des Lebens, Information, Austausch oder Internet, Medien. Das wird hier aktiviert. Aber achte auch auf die Löwe-Energie, weil Löwe wirkt auch, du stehst im Mittelpunkt. 15. Mai übergeht Mond im Jungfrau. Jungfrau zeigt eine gewisse Bescheidenheit, kluge Entscheidungen, analysiert etwas, bereinigt etwas. Jungfrau ist auch Heilenergie. Hier kommt Heilung und das erlebst du in Wohnsituationen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier. Das ist das neue Monatsthema.
Und das sind die tiefen Geheimnisse des Lebens oder Rückzug oder die Ursache erkennen an etwas, wie zum Beispiel Ursache der Erkrankungen oder in die Tiefe schauen, erkennen, was passiert hinter geschlossenen Türen, wer sind deine geheimen Feinde, das sind die Monatsthemen. Dann kommt Stier dazu, sei zurückhaltend, bewahre die Ruhe, nimm das mit Gelassenheit und genieße einfach deine Tage oder kümmere um die Werte und Finanzen. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Bei Waage-Themen handelt es sich um Gleichgewicht, Gerechtigkeit, etwas ausgleichen, aber auch in die inneren Gleichgewicht bleiben, etwas verschönern. Da kommen Themen wie Kunst, Kreativität. Waage steht auch zum Partnerschaft, das ist auch sehr wichtig. Und hier in diesem fünften Lebensbereich kommen noch die Kinder dazu oder Erinnerungen an die Kindheit oder Lebensfreude, das auch genießen und das wird von Mond aktiviert. 18. Mai ist Vollmond im Waage, exakt um 22 Uhr 11 Minuten. Vollmond heißt, es wird ganz und voll beleuchtet und da sollen wir hinschauen. Und das sind dieselben Themen, was ich gesagt habe, Waage und fünfte Lebenshaus, Partnerschaft, Gleichgewicht, Gerechtigkeit, Kinder, Lebensfreude. Im selben Tag trifft Venus mit Uranus, hier Uranus, Venus treffen. Und sie wirken zusammen, unerwartete Ereignisse in die Liebe oder außergewöhnliche Begegnungen. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Das sind geheime Gespräche oder das tiefes Wissen. Im selben Tag übergeht Mond in Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase. In eine abnehmende Mondphase kannst du abnehmen oder starte Themen wie, was du verlassen möchtest, was abnehmen soll, auch die Gefühle wie Angst oder Zweifel. Im zunehmenden Mondphase starte etwas, was Wachstum bedeutet, was du vermehren möchtest. Aber hier sind wir bei abnehmender Mondphase. Mond ist im Skorpion, aktiviert Themen, Arbeit und Gesundheit. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Jupiter vergrößert etwas, gibt auch Chancen, Möglichkeiten, aber handeln intuitiv nach deinem Gefühl. Mond hat einen Einfluss auf Gefühle. Kann auch bedeuten, dass Jupiter vergrößert etwas und wir neigen in diesem Tag dazu, etwas übertreiben und zu emotional reagieren. Und das erlebst du im Arbeitsplatz oder in deinem Alltag. Am 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert Themen wie Bewegung, Sport, Reisen, das gehört zum Schützen-Themen und hier in diesem Lebensbereich aktiviert auch Thema Liebe, Partnerschaft. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung. Nimm deinen Gefühlen ernst. Oder wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Das muss in Form kommen. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto zeigt, konzentriere auf dem Wesentlichen, alles andere ist uninteressant, du musst davon trennen, loslassen. Da sind Ängste oft im Spiel und befreie dich von Ängsten. 24. Mai ist Merkur im Diamant und das heißt, es kommt etwas im Glanz, das wird etwas klar und deutlich, werden wir etwas erkennen und Merkur beschleunigt etwas. Und das sind die Geheimnisse, oft geheime Gespräche oder etwas, was hinter deinem Rücken passiert, geheime Feinde. Im selben Tag übergeht Merkur im Steinbock.
Mond im Steinbock, nicht Merkur. Im 24. übergeht Mond im Steinbock. Genau, hier ist es. Ja, habe ich jetzt. Mond im Steinbock, im 8. Lebensbereich, kommt die Steinbock-Energie dazu. Sei geduldig. Gib deine Ziele nicht auf. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Dann kommen Themen dazu, wie ämtlichen Themen, Erbschaft oder etwas, was mit Finanzen was zu tun hat. Terminen im Finanzamt oder Versicherungen oder Banken. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit. Und das entweder im Reisen oder Unsicherheit, was eine Reise betrifft, soll ich oder soll ich nicht. Und hier handelt es sich auch um Spiritualität und Glaubenssätze. Dann zweifelt man, soll ich daran glauben, das wird eh nichts. Und diese Unsicherheit sollen wir dann überwinden. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. Es fehlt die Feuerelement in diesem Tag, fehlt die Begeisterung, fehlt die Kraft, fehlt auch die Mut. Das kann auch Bildung sein und Prüfungen. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Beide haben einen Bezug zu unseren Gefühlen, unserem Unbewussten, unserer Fantasie und Träume. Möglich ist auch, dass du einen Traum hast und dieser Traumbild zeigt dir etwas, eine wichtige Botschaft. 29. Mai übergeht Mond in Fischen und aktiviert Themen wie Ziel, Zielsetzung, Zielerreichung, Öffentlichkeit, Respekt, Anerkennung und Berufung. Natürlich kommt die Fischenenergie auch dazu, dass du Angst, Zweifel loslassen kannst, weil das blockiert. Und im Vertrauen bleiben, du brauchst hier eine Vision davon und das Glauben, das bringt dir hier viel weiter. 31. Mai übergeht Mond im Widder und aktiviert Themen wie Neuanfang, Begeisterung, Wünsche und Ziele, Hoffnungen, Freundschaften. Lieber Romero, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.